Hallo, hier ist Kathi und heute habe ich euch von Horse Club die Kutsche für die Pferdeshow mitgebracht. Ja, ich finde, das ist vom Bild her jetzt ein sehr süßes kleines Set und da schauen wir mal rein, ob das auch in Wahrheit so ist. Also, was haben wir hier alles? Alle nicht wieder irgendwas vergessen. So. Da haben wir mal alles, was dabei ist. Oh, das ist aber also gar nicht so wenig, ne? Also für so einen kleinen Karton hätte ich jetzt irgendwie weniger erwartet, aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, hier haben wir die Anleitung. Also das Set ist die 42467. Es gibt ja gerade diese alten und neuen Verpackungen. Und die alte Verpackung war damals, also damals war jetzt noch relativ günstig. Also ich glaube so 18 bis 20 Euro. Die neuere Verpackung, was jetzt auch immer daran dann neu sein wird, vielleicht ist sie ein bisschen umweltfreundlicher oder so, ist gerade, glaube ich, bei 20 bis 22 Euro. Müsst ihr mal schauen, ob ihr vielleicht sonst noch die alte irgendwie kriegt oder ja. Sonst vielleicht lohnen sich auch die 20, aber das werden wir jetzt mal rausfinden. Hier ist die Anleitung, los geht's. Hier sieht man schon mal, was alles dabei sein wird. Und hier bauen sie schon mal die Kutsche auf. Ich finde, wir packen erstmal das Pferdchen aus. Das interessiert uns ja. Steht da auch drauf, was es für eins ist. Das war ja in letzter Zeit so. Nö, aber ich habe vorher mal ein bisschen gelesen, die Beschreibung von Schleich. Und ich glaube, ein Connemara hieß das. Auch ein süßes. Ist das noch ein Pony? Das sieht so ein bisschen kleiner aus. Das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ist auf jeden Fall ein schönes Pferdchen, ne? Mit hier oben mit den Blüten dran. Ne? Bisschen besser gemalt hätte es sein können, aber geht gerade noch so. Das Gesicht ist wieder super schön. Ja, also typisch Schleich, ne? Schönes Pferd. Und wir haben dabei Mädchen im Polybeutel heißt es. Aber nein, ich weiß, sie heißt Clara und das soll die Cousine von Sarah sein. Und Sarah ist, glaube ich, die Blonde vom Horse Club. So ungefähr. Müsste es richtig sein. Wenn nicht, dann schreibt es doch gerne unten nochmal hin. Ich lasse mich immer gerne wieder belehren, also im positiven Sinn. Ne? Ich lerne immer wieder gerne dazu. Ihr habt mir auch ganz toll schon geschrieben, was Halfter und Trense sind. Ob ich mir das alles so merken kann, müssen wir mal schauen. Aber ich habe gehört, also das hier ist jetzt ein Halfter, richtig? Und eine Trense ist es dann nur, wenn man so damit rumläuft, so ein bisschen gemütlicher zum Rumführen. Ist wahrscheinlich wieder falsch. Ich übe noch. Ich bemühe mich wirklich. Also das hier ist die Cousine und die scheint tatsächlich ein bisschen jünger zu sein, weil die deutlich kleiner ist als die anderen Figuren. Aber sie kann die Arme bewegen, sie kann die Beine zusammen bewegen, aber nicht getrennt. Ja, das Gesicht ist ganz süß. Haare sind ganz schön. Ja, kann auch greifen. Ja, hat diesen typischen, diese typische Handbewegung. Ja, die ist ganz niedlich. Das ist doch schon mal ganz schön. So, dann gucken wir uns aber jetzt mal die Kutsche an. Und dafür brauchen wir hier, Ausrufezeichen sind immer super, aber ich mache es immer genau falsch. Schauen wir mal. So, wir brauchen das und ist es das hier? Nee, das ist es nicht. Das ist es. Und wir müssen jetzt darauf achten, dass wir, keine Ahnung, das da vernünftig reinschieben. Das da drunter reinschieben. Guck mal, ich verstehe schon nicht mal die erste Seite. So, aber ich glaube, so, ne, aber was soll denn jetzt dieses Bild? Dass man es da reinschiebt. Ja, ich meine, das ist ja klar, das sieht man noch. Naja, gut, okay. Schauen wir mal weiter, vielleicht was falsch, vielleicht was richtig. Weiter geht's mit der Nummer 2. Und jetzt kommt hier so ein Bügel dran. Mal gucken, wo sich der. Also so eine Verpackung habe ich auch noch nicht gehabt bei Schleich. So ein Knisterbeutel. Okay, das war laut, es tut mir leid. Aber hier ist dieser Bügel und der kommt. Wir sind immer noch hier hinten. Ne, das ist der doch. Ist der das? Doch, das ist der, ne? Ja. Hier oben auf jeden Fall sieht er so aus. So rum, dann soll man ihn da so reinschieben, okay. Und auf der Seite sieht man es leider nicht. So dann? Nee. So, ach okay, das ist zum Festschnallen. Und dann kann man das nachher hier so reinstecken und dann hält das wahrscheinlich.
Aha, das ist aber eine gute Idee, dass die dann trotzdem festsitzen, aber man das dann aufbekommt. Finde ich gut. Also wenn es dann hält. Aber ich denke, wenn hier hinterher noch was ist gleich, dann wird das auch halten. Sehr schön. Ach, also diese Anleitung hier, weiß ich ja nicht. Das ist irgendwie immer mit diesem Hin- und Hergeblätter hier nicht ganz so intuitiv gemacht. So, jetzt brauchen wir aber den hier. Und der kommt dann von unten so hochgeschoben. Okay. Da denkt man, das ist so ein kleines Set. Das wird ja wohl nicht so schwierig sein, aber im Endeffekt hat man da auch wieder dran zu tüfteln. Nochmal gucken. Doch, so rum ist doch richtig, ne? Ah, jetzt. Okay. Und dann sitzt auch dieses Ding hier ein bisschen fester und dann passt das. Ja, cool. Das sieht doch schon mal schön aus. Ein schöner Sitz. Und jetzt, die 4 ist dann jetzt auf der nächsten Seite. Und wir brauchen ein paar Räder, die ja natürlich unbedingt extra in Folie verschweißt sein müssen. Super unnötig. Weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht haben die da wirklich einen Grund dafür, warum sie das machen. Vielleicht knicken sonst... Nee, ich meine, so eine Folie hilft jetzt auch nicht, falls irgendwas abknickt, ne? Höchstens, dass irgend nichts verschrammt, wenn die Dinger dann vielleicht irgendwo gegenkommen oder das Gummi. Dass die nicht abfärben in der Verpackung irgendwas. Aber so an sich eigentlich unnötig. Na gut. Und jetzt muss es Klick und Klick machen. Klick und Klick. Da haben wir sie. Ein bisschen aus wie ein Rollstuhl. Naja gut, wird oh, die sind aber schwergängig. Ist das richtig dran? Ne? Also das seht ihr, ne? Die rollen nicht nach. Die sind sehr, sehr schwergängig. Na gut, so, die 5 ist jetzt wieder das komplette Ding einmal drehen. Und jetzt brauchen wir hier diesen, ja, keine Ahnung, dieses Ding. Und von hinten dann so ran. Okay, da sind auch so Löcher, wo man dann treffen sollte. Boah. Na gut, dass das alles so ein bisschen gummiartig ist. Wenn das jetzt ein festes Plastik wäre, wäre das bestimmt jetzt abgebrochen. So, und der muss jetzt... Ja, wenn man es richtig machen würde, ne? So, die kommen jetzt da unten drauf. Sitzt das so? Ja, ne? So ist richtig. Aber schaut euch das mal an hier mit diesen Verzierungen. Ich hoffe, ihr seht das. Da sind so kleine Blumen drauf und so. Das ist echt hübsch. Und auch hier, ne, wie das so gemacht ist, dass es aussieht, als wenn das Stoff sein soll. Ja, da geben die sich schon wirklich Mühe, muss ich ehrlich sagen. Und die hier sind schön elastisch. Also wenn man wirklich dann, ne, das bricht nicht sofort ab. Und das soll hier Klick machen. Hat es bei mir Klick gemacht? Bestimmt, ne? So, Nummer 6 ist jetzt die nächste Seite oder ist jetzt einfach umdrehen? Nein, jetzt ist wieder die einmal Seite wechseln. So, jetzt brauchen wir hier vorne dieses Geschirr. Und so rum, dass es nach oben guckt. Und dann kommen die Dinger in die mittleren. Okay. Wie rum? So. Oder komplett durch. Ich glaube, das muss da ganz durch. Das soll gehen. Ah, doch, tatsächlich. Weil das alles so schön gummimäßig ist, ne? Dann funktioniert das auch. Also müsst ihr einmal hier ganz komplett durch. Einmal ziehen. Komm durch da. Okay, so. Nächste Seite. Die 7. Jetzt brauchen wir hier vorne das für den Kopf. Da stecken schon die Äpfel drin. Und zwar ist das richtig rum mit dem nach oben. Okay. Da ist extra noch so ein Loch für so eine 4, für so ein, ich sehe das, da kommt nachher noch was Hübsches dran. Und dann kommen die Dinger nach unten, nicht nach oben. Okay. So. Und der muss da rein. Das ist eine Fummelei. Weil einerseits ist das Gummi schön, aber wenn das irgendwo durch muss, gibt es natürlich auch immer super nach. Und dann ist es gar nicht so einfach, das zu treffen. So, das war's, ne? Sieht gut aus. Nummer 8. Wo ist die Nummer 8? Da haben wir es. Jetzt brauchen wir unser Pferdchen.
Hallo, du Hübsche. Dann kriegst du das jetzt angezogen und zwar einmal drauf, Köpfchen durch. So, rauf da. Öhrchen durch. So, ach, das sieht doch mal richtig gut. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Schaut mal. Süß. So schön. Und wahrscheinlich kann man auch gleich zumachen, aber wir halten uns ja heute mal an die Anleitung. Jetzt einmal zumachen. Oh, zieh. 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 Jetzt guckt das hier wieder ewig weit raus, aber naja, gut. Wie gesagt, es gibt ja auch immer breitere Pferde. Dann ist das wenigstens universal, ne? Also wenn man auch mal ein anderes Pferd dran machen will, was ein bisschen größer ist, kann man das auch nutzen. So, und das nächste. Jetzt kommt die Kutsche da dran. Und zwar kommen die da einfach reingesteckt. Okay, na gut, das geht ja. Das sollten wir hinkriegen. Flupp, bis zu der Einkerbung. Und schwupp. Ach, schön. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Ist das richtig so? Ach, das hat immer... Ach, guck mal, das hätte doch unten Klick machen müssen. Jetzt aber. Hatte es nicht Klick gemacht. So, jetzt sieht es nämlich richtig aus. Ja, cool. Guck mal, dann kann das hier so fahren. Das Pferdchen kann hier so... Das ist richtig schön. Sehr schön. Womit geht's weiter? Die 11. Oh, jetzt müssen wir hier ganz viele Blumen entfernen. Blume, 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 Blume. Machen wir mal ein bisschen Platz. Ach, hier sind, das sind übrigens Schmetterlinge, keine Blumen. Boah. So, eins, zwei. Ach, guck mal, hier wird nicht geklebt, hier wird kleine Dinger drauf gepult. Einmal Schmetterlinge werden drauf gemacht. Einmal, was ist das? Ach, das sind so Hufeisen, ne? So ineinander hängende Hufeisen. Auch süß. Schon irgendwie ganz niedlich. So ein bisschen geschmückt, das Ganze. Aber die sind ja auch auf dem Weg zur Pferdeschuh, habe ich gelesen. In der Beschreibung von Schleich. Gibt ja auch dieses Set mit der Pferdeschuh. Und anscheinend sind die da auf dem Weg. Und deswegen haben die das ein bisschen hübsch gemacht. Die Kutsche und das Pferd. So, und noch eine Blume und noch eine. Geschafft. Also das ist gar keine Blume, das ist ein Kleeblatt übrigens. So, und jetzt haben wir alle abgepult und dann brauchen wir die 12 und die ist wieder auf der anderen Seite. Ach ja, guck mal, und jetzt wird nicht geklebt, jetzt werden überall diese Dinger rangepult. Also erstmal ein Schmetterling. Ein Schmetterling. Und so nach oben. Der Grüne kommt nach hinten. Ich meine, das kann man natürlich so machen, wie man will, aber muss ganz klar sagen, das klickt hier ganz gut ein. Das wird also hoffentlich nicht so schnell wieder abfallen. So. Und hinten nochmal das Gleiche. Also könnt ihr natürlich so machen, wie ihr wollt. Ne? In welcher Reihenfolge? Ich mache jetzt mal so rum ein bisschen. Treffen sollte man auch, sonst wird das nichts. So, und noch ein Schmetterling. Na, komm ran hier. So. Und diese andere Seite auch noch. Dann haben wir es auch gleich geschafft. Schwupp. So, hier noch. Und hier auch noch. Habt ihr das schon gesehen? Die neuen Schleichsets von diesem Horse Club. Da gibt es ja jetzt welche so Pferde mit echten Haaren. Mit so langen Haaren. Also... Echt ist jetzt übertrieben, weil die Haare sind länger als bei echten Pferden. Aber es ist so ein bisschen, ne, dass man die Haare so ein bisschen vielleicht schmücken oder frisieren kann. Würde euch das auch mal interessieren, dass wir uns das mal angucken? Oder wäre das nicht so? Könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben, ob euch das interessieren würde. Dann können wir das vielleicht auch mal auspacken. Also so sieht das jetzt aus. Ja, süß, ne? Weiter geht's. Also lieber so eine Dinger dran machen, als da jetzt Aufkleber drauf zu machen. Und jetzt, genau, jetzt ist hier so... kann man sie hier nehmen, die kleine Clara, die auf dem Weg ist. Und dann kann man hier aufmachen, eine Seite, die dann da reinsetzen. Und dann sollte das hoffentlich der Anschnallgurt auch wieder zugehen. Hat man in so einer Kutsche eigentlich Helmpflicht? So. Ich habe es schon so eng gemacht, ne, mit dem Ding, aber es ist trotzdem noch relativ lose hier vorne. Könnte man sogar noch einen enger machen am Bauch. So, da ist sie jetzt und sitzt da drinnen und fährt dann.
Dann schauen wir mal, was wir noch machen müssen. Ein Picknickkorb hat sie noch dabei. Der kommt jetzt. So. Und gab es dafür keine Anleitung? Oder habe ich da irgendwas verpasst? Also hier kommen die beiden. Das ist relativ lose. Also für den Deckel hier. Bisschen komisch. Fehlt da was? Ach so, ja. Das kommt hier dran. Okay. Machen wir wieder ab. Und jetzt auf der Seite dran. Klack. Ist aber tatsächlich wirklich sehr lose. Diese, na, wie heißen die denn? So eine Deck, die Deckel vom Picknickkorb. Die gehen leicht wieder ab. So, flupp. Und drauf. Irgendwie gefällt mir das nicht. Hätte das andersrum gemusst? Wir probieren das nochmal andersrum. Wieso ist denn hier keine Anleitung von dem Picknickkorb? Oder habe ich sie übersprungen? 12, 13, dann kommen die 14. Das ist ja komisch. Ich meine, es sollte nicht so schwer sein, aber vielleicht würde man dann rausfinden, dass es vielleicht lieber von unten eingeklickt werden soll. Dann wäre es vielleicht auch nicht so lose. Probieren wir mal aus. Wenn keine Einleitung da ist, müssen wir es ausprobieren. Ja, guck mal, das ist jetzt besser. Also, wenn ihr das habt, vielleicht das Set von unten ran machen, dieses Mittelteil von unten und dann drauf. Und dann hält das besser. Flupp. Ja, das ist besser. Sehr gut. Hier haben wir unseren Korb. Genau, den kann man nachher hinten reinstellen. Das können wir am Ende mal machen. Achso, das war's schon. Okay, jetzt sind hier noch ein paar Bilder. Also, wir haben hier noch dabei eine Picknickdecke. Süß, ne? So. Dann haben wir, ja, Kutsche und das Mädchen und das Pferd. Ein Chihuahua-Welpen. Der ist auch süß, oder? Niedlich. So, dann haben wir für unser Picknick-Törtchen. Also, das hier sind wahrscheinlich die... Ach, guck mal, das kommt ans Pferdchen auch noch dran. Wann haben sie das denn gemacht? Also, jetzt kriegt das Pferdchen erstmal noch seinen Schmuck. Ein Schmetterling auf den Kopf. Ein Hufeisen an die Seite. Oder auch nicht. Komm, mach mit, Pferdchen. Wehr dich nicht. Naja, so richtig hält das nicht. Es ist auch irgendwie unangenehm, so ein Pferd, so ein Teil in den Kopf zu pieksen. Na gut, vielleicht sollte man das dran machen. Nee, das würde das wahrscheinlich beim Anziehen abfallen, wenn man das vorher machen würde. Ja gut, also, naja, ob man das jetzt braucht. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt besser aussieht als vorher. Geht so, ne? Das an der Seite hier finde ich schön. Am Pferd bräuchte ich es jetzt nicht unbedingt, aber wenn es so gewollt ist, lassen wir es jetzt mal so. Dann haben wir noch von jedem einen übrig. Vielleicht hätte der auch irgendwo rangehört und wir haben es nicht mitbekommen. Also, ne, von jedem noch einen von diesen Ansteckerchen. Das ist auch also ganz gut, dass man vielleicht nochmal einen Ersatz hat. Äpfelchen wie immer. Äpfel sind immer dabei. Napp, das ist gut. Das hat das Hündchen auch was. Haben wir einen Teller. Also die Schleichfiguren machen immer nur, die essen immer nur alleine. Da gibt es immer nur einen Teller und eine Tasse. Ja, also guckt euch mal meine Adventskalender-Videos an. Dann wisst ihr, warum ich das sage. Und ja, und hier ist auch der Picknickkorb. Das war's. Also ich finde, es ist ein süßes Set, ne? Also eine Figur, Pferd, Kutsche, ein Hund, ein bisschen Kleingedöns. 20 Euro, ja, ist schon eine Menge Geld. Es ist Schleich. Ist natürlich immer nicht ganz so günstig. Aber so an sich, für was etwas Kleineres, finde ich, ist es ein süßes Set. Und vielleicht, wenn man Glück hat, kriegt man es vielleicht auch noch für, was weiß ich, 17, 18 Euro. Und dafür würde ich es auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ich kann es empfehlen. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das Set? Gefällt euch das? Habt ihr das schon? Ja, was würdet ihr noch gerne ausgepackt haben? Schreibt mir unheimlich viel unten rein. Ich habe richtig Lust drauf gerade. Und ja, lasst mir ein Daumchen hoch da, wenn euch das gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, darüber freue ich mich sehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!